Ich begrüße euch total recht herzlich im Frohnhauser Kopierstudio UG Haftungsbeschränkt Kölner Straße 36 45 145 Essen und meiner einer ist der Inhaber. Hört sich gut an. Ne? Ja, ich mache gerade dieses Video und frage mich, sollte ich als Unternehmer Google verklagen? Google verklagen? Ein Scherz? Nö, ernst gemeint. Ich schaue gerade, weil Kunden reingekommen und sagen, hör mal, du hast dauerhaft geschlossen? Ich gucke ihn an, wie? Dauerhaft geschlossen? Wie kommst denn du darauf? Google sagt, du hast dauerhaft geschlossen. Also, Frohnhauser Kopierstudio, UG haftungsbeschränkt, hier in Nordrhein-Westfalen an der A40, an der Kölner Straße 36 in 45 145 Essen. Seit 60 Jahren gibt es das Fachgeschäft für Kopien aller Art. Nur es hat sich halt verändert. Es heißt jetzt Medienhaus und Copyhaus und gehört zum Sondersender NRW TV. Ist also eine riesen GmbH geworden und nicht mehr so ein kleines Unternehmen wie vor 60 Jahren. Aber bei Google steht, wir hätten geschlossen. Ich bin kein Freund von online, bin auch kein Freund von sich outen und ich bin auch kein Freund davon, immer alles zu sagen. Nur als Fachfirma in der heutigen Zeit, wo Leute sich anhand von Google ist ja für die Jugend, für die Y-Gesellschaft und 6 plus 9 plus 12 plus mittlerweile der Guru, Gott schlechthin. Wenn bei Google nichts steht, dann ist das auch nicht. Wenn bei Google steht, den gibt es nicht, dann gibt es den nicht. Stimmt zwar nicht, aber auch egal. Ja, und deswegen muss ich jetzt hier mal so ein Video machen. Na? Erstens, uns gibt es, mich gibt es und unsere Arbeit gibt es und wir sind ein Fachgeschäft. Fachgeschäft bedeutet, fachlich bezogen, dass auch ein Fachgeschäft ein bisschen teurer ist, wie an einer Bude. Früher war das so. Du hast deine Milch vergessen, dann hast du eine Mark bezahlt, eine D-Mark, sowas gab es ja auch mal. Und im Konsum, weil sowas gab es ja auch mal, ein Konsum, hast du natürlich für deine Büchsenmilch vielleicht 25, 35 Pfennig bezahlt oder 50 Cent, 50 Pfennig, siehst du? So, wir leben in einer Zeit, wo auch Google irgendwann mal hier vorbeigefahren ist, im Jahre 2008, wir haben aber das Jahr 2016. Und im Jahr 2016 muss ich jetzt hier als der Inhaber von Frohnhauser Kopierstudio haftungsbeschränkt Kölner Straße 36, 45, 145 Essen mal kräftig laut den Lauten machen. So, ich setze dieses Video natürlich exklusiv bei YouTube. Die YouTuber können dann zu diesem Frohnhauser springen bei Facebook, weil wir sind ja eine Menge. Also wer uns nicht kennt, hat sowieso eine Menge verpennt. Das ist ja schon mal ganz klar. Seit 1995 sind wir on air durch Cebit. Ja, auch da gab es schon soziale Netzwerke, die es heute durch Google aufgekauft nicht mehr gibt. So, jetzt sind wir nur noch bei Facebook, nicht mehr bei UndDuE Community, UndDuE Community. Ja, das Wort gab es. Das gehörte zur Web.de. Ja, die Firma Web.de hatte UndDuE Community erfunden. Gibt es heute auch nicht mehr. So, muss doch mal gesagt werden. An alle Kunden, an alle Zuschauer, diese Firma existiert seit 60 Jahren, auch wenn Google sagt, dauerhaft geschlossen. Darum frage ich mich gerade, soll ich Google verklagen? Ist nämlich geschäftsschädigend. Google, das ist geschäftsschädigend, wenn ihr sagt, wir sind dauerhaft geschlossen und wir sind dauerhaft geöffnet. Also so geht's nicht. Natürlich haben wir Google ja schon Bescheid gesagt, jetzt sollen wir auf einen sogenannten Code warten. Wenn der Code erscheint, per Post irgendwann, soll man den eingeben, weil der auch nicht lange gültig ist und dann wäre alles wieder in Ordnung. Naja, wir warten. Ne? Wir haben uns nämlich gewundert, dass ein Kunde reinkam und sagte, oh, ihr habt permanent geschlossen, euch gibt es nicht mehr. Ja, da musste ich aber jetzt wirklich selber mal hin. Gut, das war eine Apotheke. Ne? Und die Apotheke wusste an sich, dass es uns noch gibt, weil die Tochter nämlich in der Apotheke arbeitet und trotzdem war die jetzt irritiert, die Angestellte in der Apotheke. Ja, wenn so einer so Kreise zieht, wenn also Google macht, was Google will, mein lieber Freund Google, so geht es nicht. An alle Selbstständigen, achte mal darauf,
ob ihr bei Google überhaupt on air seid. Ne? Sonst sagt Google, ne, es gibt euch nicht. Irgendwann hat Google, glaube ich, mal gesagt, dass, keine Ahnung, ganzes Dorf war ausgestorben oder so. Hat mir ein Kunde auch erzählt, also bei Google, das ist immer so eine Sache, meine lieben Kunden, meine lieben Zuschauer, bitte nicht immer glauben, was Google sagt, okay? Uns gibt es immer noch, wir sind nicht dauerhaft geschlossen, sondern wir sind montags bis freitags für alle Kunden da, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr und samstags ist der Star Wars Stammtisch nicht mehr, sondern Filmfiguren und Theater. Geht also, dieser Stammtisch beinhaltet alle Filme, alle Figuren und natürlich das Drumherum. Ja, und das alles beim Sondersender LRW TV, den es auch schon seit 1995 gibt. Meiner einer ist der AWR Movie. Ich bin euer Medienkanzler, freie Medien, Lokalpresse. Ja, wir sind halt die, die halt die Filme machen. Wir haben gerade wieder etliche Filme gemacht für Kunden, die wir natürlich nicht zeigen dürfen, tun wir auch nicht, wir sprechen auch nicht darüber. Also unsere Dienstleistung beinhaltet alles, was Smartphone kann. Alles, was ein Smartphone kann, kann man hier machen. Also bricht das Smartphone zusammen, kommt er hier rein und könnt ihr eben E-Mail, WhatsApp, Fotofilm machen, bearbeiten, alles, was ein Smartphone kann. Ihr könnt sogar anrufen, wir haben sogar ein Telefon für euch. Ja. Wir wollten sogar auch Spaß schon eine Telefonzelle hier einsetzen und so eine Art Briefkasten. Aber wir haben so viel hier schon gemacht. Wenn der Kunde hereinkommt und sieht das, fragt er uns, seid ihr Fans? Sind Sie Fan? Nö, wir sind ein Fachgeschäft. Wir sind ein Fachgeschäft und das da ist Ware und die Ware kann man kaufen. So sieht's aus. So, wenn der Kunde von heute, der Y-Kunde, 12 bis 45, gar nicht mehr weiß, was ein Fachgeschäft ist und wenn er gar nicht mehr weiß, dass man sowas kaufen kann. Ja? Letztens kam eine Kundin rein und fragte, zeigen Sie mir mal Ihren billigsten Kopierer. Da habe ich mich natürlich erschrocken. Billigsten Kopierer? Will die jetzt meine Kopierer kaufen? Habe ich aus höflichem Grund da mal gefragt. Ja, unsere Kopien zwischen 20 Cent, 15 Cent, 5 Cent, je nachdem, was sie da machen. Ne? 5 Cent ist das geringste, weil wir müssen nämlich mittlerweile, haben wir die Geräte gemietet und zum Mietpreis muss man ja umrechnen. Ne? Das ist wie so eine Tankstelle, ihr pumpt da für 20 Euro Benzin rein und die Tankstelle hat am Ende 6 Cent von 20 Euro. So sieht's aus. Und so sieht es natürlich hier auch aus. So, wenn wir einen Preis nennen, heißt es ja nicht, dass der Preis heiß ist, sondern der Preis ist natürlich so tief, dass der Kunde trotzdem Qualität erhält für wenig, 20 Cent. Wer arbeitet denn heutzutage noch für 20 Cent also, oder für 5 Cent? Ich stehe auch für 5 Cent und helfe da. Ja. Also noch einmal, das hier ist keine Fanbude, wir sind auch kein Sozialunternehmen. Das hier ist eine Fachfirma für Kopien und für die Medien, für die allerneuesten Medien. Wir gehören zur Industrie 4.0. Ja. Bei uns wird gearbeitet, indem wir jetzt hier sitzen, jemandem Bescheid sagen, der liegt in der Badewanne mit seinem Laptop, sag ich jetzt mal, und repariert hier den Computer. So, das ist Industrie 4.0. Oder halt, ich sitze jetzt hier vor dieser laufenden Kamera und schaue mir bei einem anderen sein Problem an. So, dann repariere ich sein Problem über diese Kamera bei ihm vor Ort. Ja? Ich nutze sozusagen dessen Hände, der dann da rumkrabbelt, ich sag ihm, was er zu tun und zu lassen hat, so an sich, wie die Astronauten im Weltall beim Hubble, dann rufen die an, Houston, wir haben ein Problem, da sagt Houston, einen Augenblick, die gucken nach und sagen dann dem Astronauten, wie er eine Schraube zu lösen hat. So ungefähr stellt euch Industrie 4.0 vor und das, sowas sind wir hier. Wir können euch helfen, indem und so weiter, aber, das kostet alles Geld. Und da bei Facebook und online, das ist ein internes System. Wer so ein internes System hat, der weiß darüber Bescheid. Wir erklären halt nur unsere Arbeitsweise. Also, wir haben ein richtiges Web-TV mit Green Room, Blue Room.
Wir haben Aufträge für alle Schauspieler, die E-Castings brauchen. Wir haben den Schnitt für alle Kunden. Wir machen den Schnitt für alle Kunden. Und wir digitalisieren das ältere VHS, VHS-C, die DV. Die anderen Sachen nicht mehr. Können wir vielleicht irgendwann wieder aufnehmen. Dann digitalisieren wir auch dann wieder Super 8, Normal 8, High 8. Aber im Moment nicht. Also im Moment nur VHS, VHS-C und DV. Die drei Sachen digitalisieren wir und stellen da diesbezüglich DVD her. Natürlich können wir auch bis zu HD machen, beziehungsweise wir können Blu-ray machen. Ne? Also HD, Blu-ray. Wir können auch Blu-ray machen. Aber dann ist alles ein bisschen teurer. So, eine normale DVD bieten wir an, überspielen auf Normal-DVD, VHS, DV, ne? Und Film, Foto bearbeiten wir. Wir machen Film und Foto. Ja, wir machen auch einfache Passbilder. Ja, wir machen auch die großen Bilder. Bei uns kann man die Bilder ausdrucken. Also heute hatten wir sehr viele Fotografen hier, die ihre Bilder halt ausgedruckt haben. Die haben mir dann auch von Google erzählt, wenn die also mit ihren Kameras, mit ihren speziellen Kameras draußen Fotos machen, dann mischt sich Google ein. Ne? Und dann sagt, hör mal, möchtest du das Bild nicht vor Ort und so? Google, die Krake, ne? Demnächst überall. Ja, so schaut's aus. So, aber ich finde es gar nicht so lustig, wenn Google sagt, permanent geschlossen. Also erstens, das Bild ist 8 Jahre alt, was wir da entdeckt haben. Und wir heißen nicht auch Copyshop, so heißen wir nicht. Wir heißen Frohnhauser Kopierstudio UG, haftungsbeschränkt. Und wir sind in der Kölner Straße 36 in 4545 Essen. Und ihr könnt uns jetzt auch bei Facebook sehen. Wir werden die Seite nochmal neu gestalten bei Facebook, damit diesbezüglich das auch da richtig läuft. Wann wir diese Firma wieder so online bekommen, dass Google auch sagt, dass wir geöffnet sind. Wir haben alles, wir haben die Fotos drin, wir haben die Uhrzeiten drin, wir haben die Telefonnummer drin, die Adresse drin, die E-Mail-Seite drin, alles ist drin. Wir warten nur auf die Freischaltung. Und wenn Google so weitermacht, überlege ich mir gerade einen gewissen Anwalt anzurufen. Jungs, Google muss blechen, das ist nämlich geschäftsschädigend, sowas, ja. Und so manches Verhalten auch, so wie gesagt, zeigen Sie mir mal Ihren billigsten Kopierer. Naja, Kopierer verkaufen wir nicht. Ja, wie gesagt, 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent, auch im Farbbereich, sind wir verdammt günstig. Farbe kostet DIN A4 30 Cent, A3 60 Cent. Also noch billiger geht nicht. Ja, das war dazu gesagt. Sondern alle, die darunter leiden, dass Google macht, was Google will, wollen wir einfach mal hier sagen, unter Frohnhauser Kopierstudio UG haftungsbeschränkt, so geht's nicht. Geschäftsschädigung mögen wir überhaupt nicht. Wir haben geöffnet von Montags bis Freitags, 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und samstags überlegen wir uns von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Aber Stammtisch, Star Wars Stammtisch, haben wir uns ausgedacht, haben wir auch gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, bringt ja nichts, wenn die Leute meinen, das ist ein Hobby. Das ist kein Hobby, aber egal. Also ich wollte mal was verkaufen. Ne? Grüße. Ich komme, ich helfe. Waren natürlich, ich finde es super toll, wir sind international, um weiter zu sprechen, weil ich bin gerade unterbrochen worden. Immer wenn Kunden reinkommen, machen wir dann aus. Das bleibt auch hier jetzt bei der Vorstellung des Frohnhauser Kopierstudios haftungsbeschränkt Kölner Straße 36 45 145 Essen. Also uns gibt es Google. Google hat dauerhaft geschlossen reingeschrieben und wir sind jetzt ein bisschen grantig. Nee, so. Wir platzieren jetzt dieses Video bei YouTube. Wir platzieren das jetzt bei Ultra HD Web TV, bei Sondersender NRW TV und wir auf unsere Geschäftsseite bei Facebook. Ja. Also hier möchte ich halt nur die Firma vorstellen und ich habe dieses Video, wie gesagt, nur gemacht, um klarzustellen, dass es den Frohnhauser Kopierstudio OG haftungsbeschränkt immer noch gibt und das schon seit 60 Jahren als Fachgeschäft. Hat sich natürlich verändert. Medienhaus, Copyhaus.
Hab gerade lang genug vorgestellt, guckt ja eh keiner, aber dieses Video wird dann wenigstens implantiert im Frohnaser Kopierstudio, haftungsbeschränkt, ne, im Copyhaus, Medienhaus und alle Schauspieler möchte ich mich auf diesem Wege nochmal bedanken, die schon durch diesen ganzen 10 Jahre hier Stromberg, Cobra 11, der letzte Bulle, hier verweilt, Mädchen ohne Hände, dann den Sommertraum da, Radio, genau, Radio kommt ja morgen ins Kino, Radio, nein, Radio Ruhrpott oder so, also ich weiß nicht, was die da alles so machen, aber wie gesagt, uns gibt es, wir haben also wie gesagt auch diese Ausstellung mit Star Wars, wir machen auch Star Wars, beziehungsweise wir waren auch 40 Jahre involviert in Star Wars, nur jetzt ist ja alles vorbei und jetzt ist das dienlich als Kulisse und wie gesagt, wir machen den Figuren-Stammtisch, Filmfiguren und TV-Stammtisch, gibt es ja auch separiert, also wir haben ja einige schon separat unter dem Sondersender NRW-TV, Sammelfiguren-TV und so, haben wir ja separiert und mittlerweile brauchen wir ja gar nichts mehr separieren, man braucht es einfach nur online stellen und dann stimmt die Sache. Also noch einmal international, wir hatten jetzt in den wenigen Minuten Afrika, China und Deutsche. Ja, alles auf einmal. Das finden wir an unserem System Industrie 4.0 so super. Wir finden auch dieses Online, wir finden auch diese Smartphone-Geschichte, dass man hier alles machen kann, was man in einem Smartphone machen könnte. Foto kopieren, fotografieren, PDF wandeln, seine Filme bearbeiten, seine Filme bearbeiten lassen, Fotos machen, Fotos bearbeiten, Fotos verschicken. Also alles, was man mit einem Smartphone machen könnte, kann man hier in diesem Fachgeschäft, könnte man es tun. Darum gibt es dieses Fachgeschäft. So, in aller Y-Gesellschaftlichen 12 plus bis 45 plus, wenn wir alle Fachgeschäfte dieser Welt entfernen und nur noch online und vor laufender Kamera, was würde sein, wenn eine Horde Katzen durch ein elektrisches Stellwerk laufen würde? Dann hätten wir nämlich keinen Strom mehr. Und was wäre dann? Ja, gut, das Fachgeschäft gäbe es dann auch nicht mehr. So, ist halt so. Aber zu einem Fachgeschäft, ja genau, wenn kein Strom mehr da ist, dann gibt es gar nichts mehr. Aber man könnte dann irgendwie, könnte man das trotzdem alles noch handeln, das Ganze. So, da sind wir beim Thema. Noch einmal, Google, uns gibt es. Und deswegen implantieren wir das jetzt. Dieses Video wird jetzt überall implantiert, damit die Kunden, sobald die Copyhaus, Kölner Straße, Stadt ist, wo kann ich ganz schnell hin, wo kann ich Passbilder machen, wo kann ich Filme machen, wo ist ein Green Room, Blue Room, wo ist einer, der helfen kann und so weiter. Also wir haben ein Kopierstudio, wir haben ein Medienstudio, wir sind eine große GmbH. Wir haben hier alles, hurra, und die Steuer freut sich auch jedes Mal. Das ist halt so. So einfach ist das nämlich nicht. Das Ganze kostet ja alles Geld. So, wegen Google ist dieses Video auf den Weg gebracht worden. Wegen Google, weil alle Google gucken, weil Google ist ja der, der alles sagt. Und Wikipedia, das stimmt alles. Nee, stimmt nicht, aber auch egal. An alle, die der Meinung sind, es gibt was nicht. Ne? Wie Mario Barth ist nach New York und fand da keinen beim Trump zum Beispiel. Geht immer selber hin, gucken. Also wenn die Lügenmedien, die angeblichen Lügenmedien, da anfangen rumzulügen, geht selber gucken, ob das auch so stimmt. Ja, so wie in unserem Falle. Uns gibt es seit 60 Jahren und wir sind ein Fachgeschäft, wir bleiben auch ein Fachgeschäft, wir sind für unsere Kunden da. Ja, das ist unser Kundenvideo jetzt hier heute mal auf den Weg gebracht, wegen Google. Dauerhaft geschlossen, das kann es ja wohl nicht sein. So, wir machen die Seite neu. Na, Grüße, Hallöchen. Hallo.